Und herzlich willkommen bei Heise Mädels, knappe Sachen, alles andere wird's Let's Play nicht machen. Willkommen wieder zurück bei Christian Angel 3000 mit dem weiteren Spiel oder weiteren Folgen von Bullet Girls Fantasia. Lang ist es her, dass wir dieses Spiel gespielt haben. Jetzt geht's weiter mit Folge 18. Ich habe eine lange, lange Pause gehabt. Vor einer Weile gab es auch schon Kommentare, warum machst du nicht mal weiter? Jetzt mache ich jetzt mal ein paar Folgen weiter. Wie gesagt, wir wollen ja das Spiel ja auch irgendwann mal durchspielen und ich habe mir extra ja die große Box gekauft. Ihr könnt gerne in der Playlist gerne ganz oben anfangen mit den Unboxing. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wenn ihr Interesse haben solltet, dann einfach ab in die Kommentare. Wie gesagt, ab in die Kommentare. Wieso ab in die Kommentare? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich bin neben der Kappe. Okay, alles klar. Gut. Bullet Girls Fantasia. Wir machen weiter dort, wo wir aufgehört haben. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen ins Spiel. War lange nicht mehr drinne. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Kurz vorab, ich kann leider, die Frage wird sich bestimmt jetzt in den Raum gestellt, jetzt, warum gibt es keine Livestreams davon? Das liegt einfach daran, im europäischen oder in allen anderen, allgemein, überall halt, ne, sage ich jetzt mal so, wenn ich Livestream mache und es gibt dann dieses intensive Thrilling, wird alles ausgeblendet und dann ist halt ja die Hälfte nur zu sehen, im Endeffekt, oder gar nichts mehr zu sehen, im Endeffekt in dieser Session dann, in diesem Modus. Und deswegen mache ich das über die Elgato. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber auf jeden Fall ist Top-Qualität kann spielen ja, ohne Probleme sozusagen. Wie gesagt, Let's Play ist halt so, manche Sachen kann man spielen per Livestream, manche halt wieder nicht. Und das ist halt wieder so ein Spiel, was man nicht halt kann. Schade drum, aber egal. Wir machen erstmal dort weiter, wo wir aufgehört haben. So, wir sind in Kapitel 6. Wir haben jetzt schon ganz schön viel gespielt. Also Extras gibt es auch noch, aber das ist eine Extra-Session. Im Endeffekt, die sind ja dann übelst schwer dann auch. Wir machen einfach mal dort weiter bei Kapitel 6. Und im letzten haben wir dann die Farron's Rampage gemacht. Und jetzt spielen wir das Intro to Labyrinth. Wir spielen natürlich auf normal erstmal lieber. Weil, hart, ja, es ist wirklich hart, aber hart wollen wir nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß dran haben, wollen noch ein bisschen Action haben und so alles rum dran. Wie gesagt, auch wenn die Drop-Rate hier, je höher das Spiel macht, wird es wahrscheinlich einen größeren Schwierigkeitsgrad geben für unten, für die ganz 0%, für die 5 Sterne. Wird es auf jeden Fall noch geben, wenn ich, glaube ich, einmal durchgespielt habe. So, wir fangen an. Und schauen uns, was erwartet. Ich hoffe, meine Playstation macht gut mit, sonst wird es halt wieder zu laut, aber jetzt schauen wir einfach mal. Wie viele Folgen ich jetzt mache, werden wir sehen. それぞれのルートから山頂につながっていることが分かりました。地図の内容を生徒手帳に書き写して、3つのチームに分かれて山頂を目指して出発しました。 地下迷宮はかなり古い時代に作られたもののようです。崩落していなければいいのですが。また霧か。参っちゃうわね。湿気で髪がまとまらなくなりそう。この霧のおかげでドラゴンに見つからずに済んでいるのだし、ありがたいんだけどな。しょっちゅう霧が出てるってのも、よくよく考えると、 なんかすごいいいよな。まるであつらえたみたいだ。この先の多くの地下迷宮が関係しているのかもしれませんね。各班、山頂に出たら連絡して。崩落して先に進めない場合は、すぐに戻ってちょうだい。 Okay. Speichert. So, Crow's Attacker. Wen haben wir denn da zur Auswahl? Okay, kann ich die wechseln? Genau, okay, wir werden aber diese als Attacker haben. Also, mit der spiele ich ja. Und Buddy ist dann... Lassen wir die auch mal drin mit der Sniper. Change Room, ne, brauchen wir nicht. Dispatch, können wir gleich mal starten. Und würde ich sagen, ja... Let's go. Ich hoffe, die Waffen sind noch alle eingestellt. Werden wir sehen, was uns hier erwartet. Let's go. Ich lasse es einfach mal so, wie es steht. Also ich tue jetzt nicht irgendwie noch nachkontrollieren. So, ah, wir haben die Waffe. Soll ich das nochmal ändern oder so, etc.
Das lassen wir einfach mal so stehen und es warten wir einfach mal ab, wie wir diese Runde bestreiten, ob wir das schaffen oder auch nicht. Ist immer so eine Sache, sage ich mal so. Ne? Also. Okay, gut. Loading, ja. Das Spiel, ja, wie ich schon wieder merke, sehr lange Ladezeiten. Warum? Wahrscheinlich ist meine PlayStation einfach zu alt. Wie ihr manchmal schon mitbekommen habt, bläst die ganz schön laut, der Lüfter. Und ich habe mir schon überlegt, eine neue PlayStation zuzulegen, wenn es ein gar gutes Angebot ist. Das Problem ist halt, auch PlayStation 5 ist auch bald am Start. Und ja, ich weiß halt nicht wann. Und wenn es erst 2020 wird oder so, oder 2021, dann ist es ja noch okay. So, wir wechseln auf diese Waffe. So, wie rennen wir nochmal? Wie geht das? Das ist anvisieren, das ist... Ach, Kreis, okay. Let's go! Okay. Laufen wir jetzt komplett nur noch im Kreis, oder wie jetzt hier? Wo sind die Gegner? Da ist eine Kiste. Oh, hinter uns sind sie gespawnt, okay. Kommen wir ein bisschen spät, aber... Halt open. So, danke. Maximal. Oh, ja. So. Was ich machen könnte als Livestream Training, das könnte ich machen, weil da ist ja weniger beinhaltet von... Wow, kommen ja noch mehr. Was das Angenehme in diesem Spiel ist, statt von, gibt ja noch das andere, wie heißt es, Schulgirls Zombie Hunter, da ist es halt, sehr stressig, auch von hinten kommen ja auch noch welche. Wo kommen die denn alle her? Nachladen. Ein Glück, dass es unendlich Munition gibt. Ich glaube, wenn es hier noch nach Munition gehen würde, dann wäre es noch schlimmer. Da oben ist noch einer. So, weg mit dir. So, sammeln wir doch schnell das alles auf. Würde ich sagen, machen wir weiter. Und weiter geht's. Bill Gates. So, hier geht's auch noch rein. Ah, hier geht's vielleicht hin. Naja, hier rum. Okay. Alles klar. Im Kreis. Kreisverkehr! Solange es nicht anderer Verkehr ist. PlayStation läuft noch sehr gut eigentlich. Playst nicht übelst dimensional rum. Und es ist wirklich dann gut, dass gewisse Spiele einfach, die mir mehr liegen, von der PlayStation mehr Bezug bevorzugt werden irgendwie. Wäre lustig. Hau ab. Stirb. Danke. So, unten ist auch noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Wir nehmen alles mit, was es hier gibt. Boah, nachladen. So. Gut. Nachladen. Wir könnten ja mal... Das sind die Granaten. Das sind die Schwerter. Ah, der Granatenwerfer. Ah. Können wir mal probieren, wie der so abgeht. Ob es Sinn macht, mit dem zu spielen. Oh. Okay, macht nicht so viel Sinn. Eher für einen Gegner, für einen großen Gegner. Aber wir können mal das Schwert benutzen. Mal gucken, ob das auch Spaß macht. Ja. Schnetzel mich durch hier. So, haben wir alle weg. Okay, gut. Und weiter geht's. Ja, das Problem ist an der Waffe hier, es gibt nur ein Move im Endeffekt. Und das ist irgendwie traurig. Das ist irgendwie dann ein bisschen schwerfällig zu spielen. Aber naja, wir müssen da durch, geht nicht anders. Und ich hoffe, es funktioniert. So. Easy.
Ja, ist halt normal, also Himmels Willen. Und ich glaube, mein Charakter hier ist auch ganz schön heftig groß, stark drin. Au! Okay, jetzt wird hier. Guck, das ist wieder Nachteil. 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 Neue Dessous! BH! Nachladen. Da ist was Rotes. Oh, da wird es wahrscheinlich ein Gegner sein. Zwischenboss! Wir sind oben angekommen. Ich würde sagen, bevor wir da hingehen, tun wir erstmal unsere Kisten einsammeln hier. Bin mal gespannt, wann wir irgendwann... Oh! Eine Schlüpfer bekommen! Ein Slip! So, haben wir das auch geöffnet? Nice. Oh! Die sind sehr gefährlich, die Gegner hier. Aber easy. Da ist noch Geld. Ich gebe hier nichts mehr. Ah nein, ich krieg das Geld nicht mehr, verdammt! Haben wir irgendwas liegen gelassen? Nee, ich hoffe nicht. So. Haben wir das auch abgeschlossen? SSS Triple S. Nice. Und 4658 Gil. Wonderful. Und Level 20. Kriegen wir irgendwie ein neues Level? Ah, okay. Die ist. Ja. Die hier unten war ein bisschen niedrig. Aber egal. Passt schon. Ich bin Level 20. Deswegen mache ich schon viel Schaden. Hey. Bin ja richtig gut. So, wir haben neue Item Drops bekommen, Materialien, Shotgun und Sturmgewehr, Assault Rifle halt, ne? Aber Level 1 und 2 braucht keine Sau. Dann neue Unterwäsche bekommen, Micro Bra, Sexy Bra, Top Tube Panties und Triple Bra. Okay. Ein paar Sachen wurden verkauft, die ich schon doppelt habe, das ist immer gut. Oder einige Sachen, die ich nicht hatte. Oder die ich schon hatte, sage ich mal so. So. Lass uns weitergehen. Bill Gates, weiter geht's. この湖は温泉だ。とても暑すぎて入れないが、ここの蒸気が外に出てたから、霧に覆われていたんだな。構造からして多くが作ったようですが、もしかしてかなり大掛かりな仕掛けがあるかもしれません。 何のために、このようなものを気づいたのだ。儀式の山と何か関係しているのか。山頂付近の地下にある湖に行き着いたのですが、風の谷を覆っていた霧は地下迷宮の人工湖にマグマが流れ込んで発生した蒸気だったみたい。巧妙に隠された排気口から 谷全体を覆い隠している霧を発生させていたらしいんだよね。オークという種族はサウナでも作るつもりだったのかな。謎は深まるばかり。あ、資料の歌なんかもひょっとしたらオークが作った仕掛けの一部なのかな。怖がって損したかも。霧の剣は置いといて、3つのチームは無事に山頂で合流できたんだ。 結局ドラゴンにどう対処するのかが問題なんだけどね。 Gut. So. So. Oh, obtain Shadow Sniper Level 2. Nice. So. Wir können in den Shop reingehen. Schauen wir mal, was es da drin Schönes gibt. Entschuldigung. So. Gut. Also, wir haben jetzt gerade eine Shadow Sniper freigeschaltet anscheinend. Level 2. Schauen wir mal. Nee, ist nicht dabei. Komisch. Okay. Alles klar. Okay, wir haben ja haufenweise Sachen. Ich meine, der Stab ist ja auch richtig klasse. Macht auf jeden Fall auch viel Spaß. Das wohl ein bisschen weniger, aber naja, okay. Bin mal gespannt, wann ich hier alles freigeschaltet habe. Clothing, Klamotten. Leider 1 von 3, 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 0. Achso, was ich gekauft habe. Achso, ja, das sind halt
Das sind halt teure Sachen halt, ne? Ich würde mir gerne mal wünschen, ein bisschen exotischere Klamotten zu bekommen. Hier haben wir auch schon das gekauft. Das war dann hier das Weiße dann. Das kostet... Ja. hier haben wir dann auch mehrere verschiedene Versionen. Aber da brauchen wir halt viel Geld. So, Thrilling Items. Da haben wir, glaube ich, alles. Oder? Ich bin gerade... Konsort Milch. Okay, was kostet das? 35.000. Puh. Also, wir haben noch einiges, was wir hier kaufen. Gucken. Magic Mushroom. Ice Cream. ein Hot Egg. Also, heiße Eier. Okay. Ich weiß nicht, wie man da hier irgendwie jemanden bezirten soll mit heißen Eiern. Aber, naja, vielleicht stehen die ja ein bisschen auf dominante Arten. Ich weiß es nicht. Aber ich lasse es einfach mal so stehen im Raum. Könnt ihr selbst ein eigenes Urteil bilden. So, okay, würde ich sagen, Setting der C4, dann machen wir das noch. Underground Labyrinth, das wird dann auch noch Underground Labyrinth sein. Und ja, würde ich sagen, starten wir durch und schauen wir mal, was hier uns noch erwartet. Vielleicht mache ich noch die Folge komplett Kapitel 6 durch. Ich will immer gerne wissen, wie viele Kapitel es überhaupt noch gibt. あのドラゴン雨の中で戦うことを嫌がっていたような気がしたので、日の本もか。私もドラゴンを見ていて妙な違和感があったので、もしや雨なのかと考えていたところだ。ん？何なのだ？あのドラゴンは水に弱いのか？そういえばおちびちゃんをシャワーに入れようとしたら嫌がっていたような。 どうやらドラゴンの苦手なものが分かったようね。そんならこの地底湖に落として、しまえば簡単なのだ。ドラゴンスープの一丁上がり。でもどうやってドラゴンを地底湖に落としたらいいのかしら。まずこの天井を何とかしないと。いや、この天井ぐらいなら C4 爆弾で崩せるだろう。 C4? そんな爆薬なんて持ってきていたかしら。 いやさ、体育祭で選手宣誓の時にサプライズでド派手に決めようかと思ってさ、あるんだよねこれが。え？選手宣誓で体育祭自体をなかったことにするつもりだったんですか、アキさん。まさかそんなことは。 秋姉は体育祭楽しみにしてなかったのか。ちょっとショックなのだ。こらこら、人をテロリストみたいに言うな。もちろん、誇言して使うつもりでさ。まあいいわ。そのテロリスト予備軍のおかげで、天井の件はなんとかなりそうね。あとは、 うまくドラゴンをおびき寄せられるかが問題ね。儀式を行います。確かにドラゴンが1階に戻るつもりなら必ずやってきそうね。でもその前に青龍に剣を片付けないと。私にアイデアがあります。ドラゴンにベビドラのダミーを攻撃させて死んだと思わせます。 そんなに都合いいダミーってあるのか？ それがちょうどいいダミーがあるんです。じゃあその手配はミナギに任せたわ。よろしくね。で、サリア、本当に大丈夫？ 準備は私に任せてください。ただ、 儀式を行うには10人ほど人手が必要なのですが。ここにいる人数は13人か。儀式を行うもの、おびき寄せるもので役割分担はできそうだが。全体を見て爆薬を点火する担当も必要よね。となると2人でドラゴンの誘導することになりそうね。
まずは手分けして C4 をセットするかな。爆薬は装甲車に積んであるから運んでこないと。そうね、まずは爆薬の設置を急ぎましょう。Okay, würde ich sagen, let's go. C4 anbringen, explosiv, explodieren und weiter und so fort. Mal gucken, was für Charaktere wir spielen können. Wow, okay, schauen wir mal nach dem Buddy. Level 12. Ich würde sagen, wir nehmen mal ein geringeres Level. Level 9 haben wir hier auch noch. Die ist eigentlich auch nicht schlecht. Wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir? Die Schrotflinte. Die ist auch schon bei Level Up. Ich würde sagen, wir nehmen die da. Hardina. Nehmen wir die als Buddy dazu. Und ja. Würde sagen, ja, let's go, oder? Leute, let's go. Die Waffe ist ja noch okay, die wir haben. Also können wir auch nicht uns beklagen. Wenn nicht, dann geht an die Klagemauer. Da hinten, irgendwo. Im Osten oder Westen, im Süden. Im Norden. Im Himmel, unter der Erde, mir egal. Irgendwo steht die. Könnt ihr gerne unten kommentieren. Müsst aber nicht. Oder müsst doch? Ja, kommentiert, ich will wissen nicht. Ich bin unwissend. Lasst mich eurem Wissen teilhaben. Wow. So in dieser Richtung. Ja. So, Setting for the C4, Underground Labyrinth, Mission 23. Wir sagen, starten wir durch. Mal schauen, was uns erwartet. Okay. Okay, let's go. Eine Kiste! Wir nehmen alles mit. Wir brauchen alles. All inclusive. Wo kommt ihr denn her? Oh, voll daneben gezielt erstmal. So schlecht. Oh, ist schon doof. Da kommt die Welle. Und das ist nicht die Deutsche. Nicht wundern, ich habe die Kiste da unten jetzt nicht mitgenommen, weil die auf unserer Etage liegt. So. Wir arbeiten uns mal geschickt durch. Hey. Nicht mit mir. So. Da kriege ich auch nichts. Also muss ich noch weiter runter. Weiter. Müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg wieder runterlaufen oder was? Bescheuert. Erst hoch und dann wieder runter. Dann hoch, dann wieder runter. Was kommt als nächstes? So. Da müssen wir hin, aber wir gehen noch mal ein Stück weiter vor, weil da unten noch eine Kiste ist. Die will ich gerne noch schnell noch mitnehmen, bevor ich weitergehe. Falls ich da reinkomme. Ah, da ist sie ja, da ist sie ja, da ist sie ja. Alles klar. Und ab nach oben. Können wir ja gleich hier reingehen, das ist ja gleich der gleiche Weg. Bloß hinten rum. Nachladen brauchen wir nicht. So. C4 angebracht und verteidigen. Die Dinger gehen auf den Sack. Oh, wo kommen die denn alle her? Ui, das ist schon weg. Ah, hier das. Da hinten ist noch Geld. Ich kann doch nicht einfach so liegen lassen. Kriegst du es hin? Okay, schön. Weiter geht's. So. Nächster Bereich. Wurde gerade freigeschaltet. Hier waren vor uns die ganzen
Zacken, also die Sperre. So. Und nochmal C4 ablegen. Klata. So. Das hinter uns wieder zu. Seltsam. Okay. Machen wir hier nochmal C4. Klatsch. Ich komme gleich mit dem Gegner. Wie ich mir gedacht habe. Oh, da kommen ja noch mehr. Oh ja. Sie hat's. Sie wird erwischt. Ich helfe dir. Kein Stress. Wo bist du? Wo bist du denn hin? Dann halt nicht. Unser Mensch wird eingesammelt, natürlich. Stirb da hinten. Danke. Kommt noch mehr? Ja. Stimmt, da hinten ist ja immer noch. Hat sich jetzt ja festgebackt oder wie? Ja, da ist kein Bock mehr. Ist auch ein bisschen doof, hä? So, nachladen. Dann machen wir den nächsten. C4 hin. Ah, da kommen wir her. Schön, das ist gut gemacht. Ah! Achso, gut. Das ist viel. Das ist echt mies, das Ding. So. Was ist hier los? Weg mit dir. Mein Geld. Oh, ich bin schon wieder zu weit. So, nachladen sicherheitshalber. Aber wenn ich nur 33 von 27 auf 33 gemacht habe, ja. So. C4 gelegt. Wie komme ich jetzt hier raus? Okay, dann sterben wir halt irgendwie da drinnen. Naja, was soll ich dazu sagen? So, SSS in Triple S 8308. Schön. Und kriege ich jetzt Level 21. Wunderschön, hier geht auch Level 12. Prima. Kann man nicht, ja. Können wir uns nicht beklagen. So, wir haben wieder SOD, Drop Rate, Gold, Level 2 sogar, nice. Dann Half Top Brain, New, okay, Micro Panties, Navy, okay, wir haben schon einiges wieder bekommen. So, und alles andere verkauft. Schön, dass es wenigstens automatisch verkauft, dass es nicht Doppeltes gibt oder sonstiges, das macht dann schon ein bisschen etwas leichter die Arbeit. よし、ちゃっちゃと爆薬を設置してもらおう。はいはい、レミも設置完了なのだ。こちら月よ、設置完了したわ。 こっちも設置完了したんだよ。 こちらミナギ、 偽物の配置も完了しました。 よし、サリアから儀式のレクチャーを受けるために 一旦集合するぞ。
ミナギの偽物作戦はうまくいったようなのだ。青龍を焼き殺したと信じたドラゴンはすっかり安心しているのだ。ドラゴンは案外図体だけなのかもしれないのだ。かわいいチビとあんな下手くそな人形を間違えるなんて全くけしからんのだ。あの単細胞のドラゴンはこれで確実に罠に引っかかるはずなのだ。爆薬を無事に設置し終えた私たちは魔法使いのサリアから意識についてのレクチャーを受けることになったんだぞい。難しい呪文とかはみんなサリアが引き受けてくれるそうだ。長い言葉を覚えるのは私の頭では辛いので助かるのだ。あと重要なのは呪文を唱える場所で魔法陣を形成するためにあの石柱に入らないといけないみたいなのだ。呪文を唱えなくて済むと思えばそれくらい問題はないのだ。野生の勘で乗り切ってやるぞい。ドラゴンを誘導する役ならそれも気にしなくていいので、できればその役をやりたいのだけど、誰が担当するかはこれから決めるのだ。So. So. Was? Obtaine Lufine Level 2. Mal gucken, wo ich das finde irgendwann mal. So. Wir haben jetzt eine halbe Stunde. Ich denke mal, sollte erstmal genügend. Würde sag mal ausreichen. Weil als nächstes wird es richtig heftig. Duell White the Dragon. Also wir werden wahrscheinlich so wie das geschrieben wird, mit dem Drachen duellieren, und würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge, Folge Nummer 19, und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder am Start und würde mich freuen. Wie gesagt, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss, bevor es noch zu lange wird, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und kommt hier unten drunter, und ja, wie gesagt, heiße Mädels und knappe Sachen in der nächsten Folge, gibt es mehr davon, wieder, weiter, wie auch immer. Bis dann, euer Chris Nature 3000. Wiederschauen, reingehauen.